Willkommen zu unserem Video, das sich mit dem Thema, was ist strategisches Management und was ist strategische Planung beschäftigt. Es ging sehr einfach, aber der Begriff, was ist Strategie, ist gar nicht so leicht zu erklären und es gibt wirklich viele Studien, die belegen, dass sich selbst gestandene Führungskräfte, die eine klare Strategie in ihrem Unternehmen verfolgen, durchaus schwer tun, zu erklären ihren Mitarbeitern, was heißt eigentlich Strategie und was ist mit der eigenen Unternehmensstrategie gemeint. Wenn wir auf die Folie schauen, eine kleine Zusammenschau an Themen zum Begriff der Strategie, also die Ursprünge des strategischen Begriffs kommen aus dem militärischen Sektor, aus dem Griechischen, wo also Strategos eigentlich der General ist und die Strategema die schlaue Kriegslist. Mir persönlich gefällt diese Analogie zum Krieg weniger, weil hier geht es wirklich den Feind zu besiegen, währenddem es im Wettbewerb doch darum geht, Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen als die Konkurrenz. Aber die Wurzeln des strategischen Denkens kommen aus der militärischen Kriegsführung. Wenn wir über Strategie diskutieren, über den Begriff, gibt es Ebenen der Strategie. Es gibt den Begriff der Unternehmensstrategie, das ist die oberste Ebene, wo wirklich für ein Gesamtunternehmen die Strategie gemacht wird. Und Sie können sich vorstellen, wenn es ein Unternehmen wie BMW eine Strategie macht, dann haben wir verschiedene Automodelle, wir haben auch Motorräder, wir haben IT-Dienstleistungen und so weiter. Also es gibt verschiedene Geschäftsfelder und die Strategien für diese Geschäftsfelder werden auf dieser Business Strategy oder Geschäftsfeldstrategie-Ebene gemacht. Und dann gibt es funktionale Strategien, die Sie alle schon einmal gehört haben, die IT-Strategie, die Personalstrategie, die Einkaufsstrategie, die Finanzstrategie. Also von dem her ist es wichtig, auch sich zu vergegenwärtigen, auf welcher Ebene möchte ich über Strategie diskutieren. Und dann haben wir klassischerweise natürlich im Rahmen der Strategie verschiedene Prozesse und Schritte, von der strategischen Analyse über die strategische Zielsetzung, über die Identifikation von strategischen Optionen, was man in Zukunft tun könnte, über den Beschluss, die Formulierung der Strategie und dann auch die Strategieumsetzung. Und es gibt, Sie werden es dann auf den Folgefolien sehen, keine einzelne exakte Definition, sondern viele. Ich habe persönlich meine Lieblingsdefinition auch nach 25 Jahren Strategieunterricht noch nicht gefunden. Es gibt aber auf jeden Fall zwei ganz unterschiedliche Zugänge. Einen, den wir als Resource-Based View bezeichnen, der stark von den Kernkompetenzen des Unternehmens kommt, also von innen nach außen gerichtet. Ich schaue, dass ich auf meine bestehenden Kompetenzen entsprechende attraktive Geschäftsfelder finde. Umgekehrt eher der klassischere Zugang, die Market-Based View, wo wir von attraktiven Märkten kommen, von der Suche nach interessanten Märkten und dann versuchen, das Unternehmen dort zu positionieren und daraus dann die geforderten Ressourcen zu entwickeln. Am Ende geht es immer wieder um diesen Strategic Fit. Es müssen die vorhandenen Ressourcen des Unternehmens mit den Kundenbedürfnissen oder mit den Fähigkeiten der Wettbewerber übereinstimmen. Und es gibt eine Unmenge an Tools, an strategischen Tools. Ich habe jetzt nur ein paar, wie das Five Forces Model von Michael Porter, werden die in den Folgevideos auch alle sehen, oder das Boston Consulting Portfolio. Also da gibt es wirklich eine Unzahl und je nachdem, welchen Berater Sie im Unternehmen engagieren, werden Sie auch unterschiedliche Instrumente bei der strategischen Planung verwenden. Wenn wir uns jetzt wieder auf den originären Begriff zurückbesinnen, dann habe ich hier prominente Autoren aus der Strategieliteratur hergenommen. Persönlich gefällt mir keine wirklich. Also es gibt die, die sehr kurz sind. Zum Beispiel Michael Porter hat es in unterschiedlichen Bereichen definiert oder in unterschiedlichen Quellen unterschiedlich definiert. So wie Strategy is the creation of a unique and valuable position involving a different set of activities. Klingt gut, ist kurz, aber sagt uns wahrscheinlich wenig aus. Ja, wir wollen eine einzigartige Position, die auch vom Wert geschätzt wird, also mit der man auch Wert generieren kann, am Markt generieren und wo halt verschiedenste Aktivitäten des Unternehmens involviert sind. Ist sehr, sehr allgemein, dafür kurz. Wenn wir vielleicht auf eine der längeren schauen, die dann deutlich mehr hergibt. Thomson Strickland, die also auch so ein klassisches Strategie-Textbook in der USA herausgeben. In crafting a strategy, management is saying, among all the paths and actions we could have chosen, we have decided to move in this direction, focus on these markets and customer needs, compete in this fashion, allocate our resources and energies in these ways and rely on these particular approaches to doing business.
Da sieht man schon, wie viel eigentlich dabei ist. Noch immer ein bisschen allgemein, aber da geht schon um, was tun wir, in welche Richtung gehen wir, welche Ziele haben wir, worauf, in welche Märkte konzentrieren wir uns, auf welche Kundensegmente und Kundenbedürfnisse konzentrieren wir uns, wie ist unser Wettbewerbsverhalten, aggressiv oder nicht, wollen wir uns differenzieren oder über günstige Preise konkurrieren und so weiter. Also da ist viel drinnen. Aber dafür sehr lange und also meine Lieblingsdefinition habe ich nach wie vor noch nicht gefunden. Lade alle ein, mir eine Lieblingsdefinition auch zu schicken. Was wichtig ist, das haben wir auf der ersten Folie schon gesehen, die Unterscheidung dieser drei Strategien und diese Corporate Strategy. Hier geht es vor allem darum, dass man sich auf der Top-Ebene entscheidet, in welchen Geschäftsbereichen wollen wir wie stark sein. Hier geht es um den Abgleich von verschiedenen Geschäftsfeldern. Also investieren wir vielleicht mehr, wenn wir jetzt an Google denken, investieren wir jetzt mehr in Google Maps oder in die Suchengine oder doch mehr in das autonome Fahren. Das sind so diese echten Grundsatzentscheidungen, welche Geschäftsbereiche wollen wir stärken und wo ziehen wir uns zurück. Der Kern der Strategiearbeit basiert dann in den Geschäftsfeldern dieser Business Strategy. Hier geht es wirklich dann darum, dass wir uns mit dem Fähigkeiten der Wettbewerber, mit den Bedürfnissen der Kunden beschäftigen und dann ganz konkret für ein Geschäftsfeld entsprechend die Maßnahmen auch setzen. Also das ist sicher der Schwerpunkt der Arbeit. Und am Ende müssen alle Abteilungen daran arbeiten, dass sie die Strategie des Unternehmens unterstützen, wie wir vorher schon gesagt haben, ob es die Forschungsstrategie, die Marketingstrategie oder die IT-Strategie ist. Und das wäre so eine Strategiepyramide, wo wir alle drei Bereiche brauchen. Der Kern liegt sicher hier in dieser Mittelschicht drinnen. Ja, wenn man sagt, was ist Strategie, dann kann man es vielleicht am einfachsten definieren, statt einer schönen, wohlgefeilten Definition, in dem, was muss eigentlich am Ende in einer Strategie da sein. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie bekommen den Auftrag, eine Strategie für ein Unternehmen zu entwickeln oder für ein Geschäftsfeld, was muss dann da sein? Am Ende gibt es ein Strategiepapier und das könnte man jetzt vielleicht, was hier auf dieser Folie ist, als kleines Inhaltsverzeichnis sehen. Und hier gibt es auf jeden Fall mal einen Oberbau, der wird manchmal als Unternehmenspolitik bezeichnet oder im Neudeutsch auch als Mission Statement, wo wir die Mission des Unternehmens definieren, also der Unternehmensgrund, der Existenzgrund, warum existieren wir, der Zweck des Unternehmens, dann die Vision, also nicht nur warum existieren wir, sondern was wollen wir mit diesem Zweck auch dann erreichen, eine langfristige, groß formulierte Vision und dazu begleitend Werte oder Prinzipien, wie man im Prinzip das Geschäft betreibt. Und das wird häufig als Teil der Strategie gesehen. Sie sehen hier die strichlierte Linien. Manche sagen, das ist nicht die Strategie, die wir auch nicht laufend überarbeiten, sondern das ist die Unternehmenspolitik, die lange stehen muss und die eigentlich getrennt von der Strategie ist. Unerheblich, ob wir es als Teil der Strategie betrachten, nicht. Für eine funktionierende Strategie ist das auf jeden Fall der Oberbau, den wir brauchen und der die Strategie schon in eine Richtung drängt. Dann im Kern der Strategie. Am Ende sollte uns die Strategie zeigen, wie kommen wir zu den Zielen. Und das heißt, ich brauche als erstes einmal strategische Ziele und Messzahlen, also hier KPIs, Key Performance Indicators, nichts anderes als wichtige Kennzahlen für die strategischen Ziele. Dann müssen wir definieren den Scope oder die Spielwiese. Und wir haben das vorher in der Definition gesehen, in dieser längeren von Thomson Strickland. Auf welche Kunden fokussieren wir uns? Welche Produkte bieten wir an? In welchen geografischen Märkten sind wir tätig? Und der vielleicht am wenigsten bekannte Begriff der Vertical Integration. Was machen wir alles selbst und was kaufen wir zu, also wie weit erstrecken sich die Aktivitäten? Machen wir den Vertrieb selbst? Bauen wir, wenn Sie vielleicht an Apple denken, es gibt den Online-Vertrieb von Apple, Apple hat aber auch die Apple Stores und Apple verkauft aber auch über Geschäftspartner. Apple produziert zum Beispiel keine oder ganz wenige Produkte selbst, wenn wir nur an das iPhone denken und das wäre hier unter Vertical Integration gemeint. Und da sieht man schon, Strategie ist deutlich mehr als irgendwie im Marketing sich zu positionieren, sondern es geht wirklich um das gesamte Unternehmen. Das haben wir mit diesem Set of Activities in dieser Definition von Michael Porter auch gesehen oder das hat sich dahinter versteckt. Ja, und dann ist wichtig, von dem wir wollen das erreichen. Das ist unser Spielfeld, auf dem wollen wir diese Ziele erreichen und dann ist die Frage, wie können wir es erreichen? Und da geht es vor allem darum, wofür steht das Unternehmen, diese Value Proposition, also das wertige Angebot an den Kunden? Typische Beispiel, also wenn Sie vielleicht an Miele denken, hat es früher den Slogan gegeben, eine Miele fürs Leben. Also Miele ist einfach immer für Qualität gestanden.
wenn Sie, BMW hat den Slogan gehabt, Freude am Fahren, also in den Tests kommt auch immer wieder zum Vorschein, egal welche Marke Sie lieben beim Auto, das BMW soll einfach sehr angenehm zu fahren sind und irgendein Spaßgefühl beim Fahren vermitteln, ohne das jetzt selbst gut beurteilen kann. Also wofür stehen wir, was versprechen wir dem Kunden und ideal ist es natürlich, wenn es eine Unique Selling Proposition wird, das heißt, alle anderen können das nicht. Und was dazu notwendig ist, ist diese, was hier auf Englisch steht, Tailored Value Chain. Wenn das nicht nur ein Versprechen sein sollte, das sofort auch kopiert wird, dann geht es natürlich darum, dass wir ein Set von Aktivitäten haben, die schwer zu kopieren sind und die einfach anders in der Konfiguration sind. Das beste Beispiel ist hier IKEA. Also wenn Sie mal vergleichen, was macht IKEA anders als normale Möbelhäuser, dann werden Sie sehen, es ist nicht nur ein Punkt, sondern es sind ganz viele Punkte, die ineinander laufen. Und warum kann IKEA diese günstigen Preise bei doch einem hübschen Design anbieten, können Sie einfach selbst einmal überlegen. Und das ist der beste Garant, dass wir auf Dauer nicht nur kurzfristig einen Wettbewerbsvorteil haben, währenddem ein Produktfeature relativ schnell, selbst wenn es vielleicht über Patent kurze Zeit geschützt ist, relativ schnell ausläuft und dann kopiert wird. Und die kritische Frage, die man sich immer wieder stellen sollte, warum sollten wir mit dieser Position und mit dieser Wertschöpfungskette oder mit diesem Scope dann auch wirklich über dem Durchschnitt verdienen? Das wäre so der Anspruch der Strategie und das ist durchaus eine schwierige Frage, aber das ist eine sehr bereinigende Frage, auf die man auch eine Antwort geben sollte. Also das ist für mich so der Prüfstein am Ende der Strategie. Können wir mit dieser Strategie verdienen oder warum sollten wir mehr verdienen als der Wettbewerber? Was macht das eigentlich aus? Ist es dann die Preisbereitschaft der Kunden, die wir damit generieren oder ist es die günstige Kostenstruktur? Ist es das Volumen? Was ist dafür verantwortlich? Und damit das nicht nur im Sinne von Zielen und Spielfeld und angestrebter Position ist, braucht es dann natürlich Maßnahmen und am Ende einer Strategie stehen ganz konkrete Maßnahmen, Initiativen oder Projekte mit Verantwortlichen, mit Terminplänen, wo wir dann eigentlich ins Projektmanagement kommen, das umsetzen. Und wenn Sie jetzt sagen, wir wollen in der Strategie Marktführer in China werden und wir gehen eine starke Exportoffensive an, dann ist das schnell hingeschrieben. Dann kann man auch noch sagen, das wären diese Kundengruppen, mit diesen Produkten wollen wir das in diesen Märkten machen. Aber am Ende muss irgendjemand nach China gehen oder einen Vertriebspartner organisieren und schauen, dass die Produkte auch wirklich verkauft werden. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und wo sich unterscheidet, ist es ein Wunsch oder ist es wirklich ein durchdachter Plan? Und wir reden hier bei einer Strategie, einem strategischen Plan, wirklich von einem konkreten Plan zur Umsetzung, der uns zu den angestrebten Zielen führen sollte.